Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Wer gerade aufmerksam Politik und Medien verfolgt, der wartet eigentlich nur auf eine einzige Sache, auf ein Eingeständnis. Ein Eingeständnis dieser Regierung und auch ein Eingeständnis der Medien, dass man die Corona-Situation vielleicht doch völlig falsch eingeschätzt hat und dass einige Maßnahmen wohl doch vollkommen überzogen gewesen sind. Die meisten Menschen warten auch darauf, dass endlich mal zur Sprache gebracht wird, was hier in diesem Land gerade eigentlich passiert, was für Folgen wir alle erwarten und dass wir vielleicht doch eine radikale Kehrtwende bräuchten. Mehr dazu in diesem Video. Es gibt mittlerweile neue Studien, die genau untersuchen, wie das Verhalten der Bevölkerung funktioniert in Zeiten von Corona. Da wurde eine Sache festgestellt, hier in der Süddeutschen Zeitung auch veröffentlicht, die Akzeptanz der radikalen Maßnahmen sinkt langsam in der Bevölkerung. Es ist tatsächlich so, dass immer weniger Menschen meinen, dass das, was hier passiert, gerade okay ist und dass es noch verhältnismäßig ist. Weil man am Anfang eben noch riesig diese Panik verstreut hatte, war es ja so, dass man wirklich Rekordzustimmungswerte für diese Maßnahmen hatte. Aber da hat man wirklich sagen können, ja, fast alle finden das ja gut, was die Regierung macht, fast alle finden das richtig. Und jetzt, Monate später, hat man eben den ersten großen Aufwacheffekt. Jetzt gibt es wirklich große Demos in ganz Deutschland. Es werden immer mehr Menschen, die laut gegen diese Maßnahmen werden. Und man wundert sich natürlich schon, was mit der Regierung eigentlich los ist, dass man darauf nicht reagiert. Dass man nach wie vor stur am eigenen Kurs festhält, obwohl immer mehr Menschen eigentlich feststellen, dass dieser Kurs nicht länger geeignet ist. Wir alle kennen ja schon diese Maschinerie, die hier in Gang geworfen wird, nämlich dass man sagt, die Menschen, die diese Demos frequentieren, das wären größtenteils alles wieder Verschwörungstheoretiker und irgendwelche Aluhutträger oder wie sollte es auch anders sein, natürlich Rechte oder gar Rechtsextreme, die hier die Proteste infiltrieren würden. Und das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil das Ganze ist eine immense Grundrechtsbewegung, wo wirklich ganz viele verschiedene Menschen mitmachen, wo praktisch verschiedene Menschen für ihre Ziele, für ihre Freiheit kämpfen und auch nichts anderes machen, als eigentlich ihre Ängste zu artikulieren. Denn tatsächlich haben ja extrem viele Menschen Angst vor den Auswirkungen, die diese Maßnahmen in unserem Land haben werden. Es werden Freiheiten eingeschränkt, die Wirtschaft kommt an den Boden, Massenarbeitslosigkeit droht. Da gibt es auch sehr viele Experten, die genau das eben prognostizieren. Und da muss man doch ganz klar sagen, das ist ein verständlicher Protest. Aber die gute Nachricht ist, es wirkt eben nicht mehr. Tatsächlich wirkt es nicht mehr zu sagen, es wären alles Verschwörungstheoretiker oder gar irgendwelche Rechtsextreme, die das behaupten. Denn es werden immer mehr prominente Personen, die damit einstimmen, die mitkritisieren. Zum Beispiel jetzt Düsseldorfs Bürgermeister Geißel von der SPD. Ja, jemand von der SPD sagt wirklich, die Corona-Maßnahmen sind überzogen, beziehungsweise zumindest teilweise überzogen. Und genau das ist es, was wir eigentlich gerade sehen. Es gibt immer mehr Menschen, die praktisch aufwachen, parteiunabhängig, egal ob links oder rechts, man kämpft praktisch zusammen für die Freiheit. Und natürlich ist es ja auch so, dass immer mehr Menschen registrieren, was es eigentlich für immense Widersprüche gibt hier bei der Regierungslinie, was es für immense Widersprüche gibt in Sachen Corona in diesem Land. Aber auch nicht nur in diesem Land, sondern generell. Das Thema wurde von vornherein so aufgearbeitet, dass man möglichst viel Panik geschürt hat und alle Menschen praktisch in Angst und Schrecken versetzt hat. Und man hat ja auch immer gewarnt vor diesem schwedischen Sonderweg, weil Schweden ja, wie gesagt, auf diesen ganz großen Shutdown verzichtet und nur auf Eigenverantwortlichkeit und einzelne Maßnahmen setzt. Und es wurde ewig verteufelt. Man hat gesagt, sie würden total verantwortungslos handeln. Man hat gesagt, es würde ganz viele Menschenleben aufs Spiel setzen. Und jetzt, das ist ja das eigentlich fast schon Ironische, hat die WHO gesagt, dass Schweden tatsächlich ein Vorbild sein kann, dass dieser schwedische Sonderweg ein Vorbild sein kann. Und gerade für die Menschen, die die WHO kritisch sehen, da muss man sagen, wenn sogar die das mittlerweile zugeben müssen, dann ist es doch klar, dass man von Anfang an mit dieser These gar nicht so Unrecht haben konnte. Und die ganzen anderen Widersprüche fallen den Menschen eben auch noch auf, dass man wirklich ewig gesagt hat, man soll keine Maske tragen, dann muss man auf einmal eine Maske tragen. Oder auch diese ganzen Öffnungsdiskussionsorgien, wie Merkel das nannte, zuerst wollte man gar nichts aufsperren, jetzt sperrt man alles trotzdem wieder auf und muss man auch die Frage sich natürlich gefallen lassen, was ist jetzt so viel anders als vor 4 Wochen, beziehungsweise haben diese ewigen Wochen des Lockdowns wirklich etwas bewirkt? Haben die wirklich etwas gebracht oder ist es vielleicht sogar so, dass man das getestet hat, gemerkt hat, okay, wir haben uns verzockt und jetzt sperren wir schön langsam wieder auf, dass man ja nicht merkt, dass es ein Fehler war. In Slowenien erklärt man beispielsweise die Corona-Pandemie jetzt schon für beendet. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil hier in Deutschland wirkt es eigentlich nicht so, als hätte die Regierung großartiges Interesse daran, diesen Ausnahmezustand irgendwie wieder zu normalisieren. Die Lockerungen sind wirklich extrem zögerlich und man kommt nicht umhin zu denken, dass man hier das eigene Versagen vertuschen möchte. Das war ja wirklich so, dass man zuerst gar nichts gemacht hatte, also praktisch so getan hätte, als wäre es komplett harmlos. Und von heute auf morgen hat sich irgendwie die Agenda geändert und man hat alles dann gemacht, auf einen Schlag.
und total überzogene Maßnahmen, die man da auch nicht bereit war, wieder aufzuheben. Und genau dieses Stilmittel wird jetzt praktisch weiter fortgeführt. Also man sagt praktisch zu jedem, der irgendwie jetzt noch sagt, das Ganze sollte man vielleicht eher kritisch sehen, die Maßnahmen sind gefährlich, da sagt man dann Verschwörungstheoretiker oder auch Aluhutträger zu. Und da muss ich auch mal persönlich an dieser Stelle sagen, natürlich sind diese Maßnahmen sehr zermürbend für einen Großteil der Bevölkerung. Man redet da gar nicht drüber. Aber was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn man solche Maßnahmen so lange einfach da lässt, ohne wirklich zu erklären, warum man sie noch länger braucht und ohne dass es auch wirklich rational nachvollziehbar ist, warum man sie jetzt vor ein paar Wochen so heftig gemacht hat, jetzt sie langsam wieder lockert, aber auch bereit ist, sie jederzeit wieder anzuziehen. Der Mensch verliert ja irgendwie auch die Kontrolle über sein Leben. Und was erstmal in den ersten Wochen ganz banal gewirkt hat, das ist langfristig natürlich besorgniserregend, weil Corona verändert wirklich das Leben von uns allen. Beispielsweise möchte ich jetzt auf ein Date gehen und muss da jetzt einen Mundschutz tragen, wenn ich ins Café will. Und in dieses Café komme ich übrigens auch nur dann rein, wenn ich nur die Außengastronomie nutze, weil drin darf man ja nicht, da ist es ja gefährlich. Wenn es also in Strömen regnet oder wenn es irgendwie extrem kalt ist, dann hat man halt leider Pech gehabt. Und da sage ich mal ganz ehrlich, das ist natürlich erstmal ein Luxusproblem, klar, da kann man ein bisschen drüber lachen, aber lebt doch mal so wirklich monatelang, dass das, was ihr eigentlich gerne machen würdet, immer irgendwie verhindert ist, ihr euch immer irgendwie einschränken müsst und natürlich die ganze Zeit unter Zwang, unter Druck steht, das ist absolut nichts Schönes. Und das müssen wir mit einem ernsten Aspekt verbinden, diese lustige Anekdote von mir, weil es wirklich so ist, dass es mehr Suizide geben wird im Extremfall. Da gibt es schon Experten, die genau das sagen, dass wegen der Corona-Panik wirklich Menschen sich auch das Leben nehmen werden oder zumindest sehr depressiv auch werden, was natürlich sowas dann auch verstärken wird, so eine Entwicklung. Und das ist wirklich ein sehr ernstes Thema, was man eigentlich gar nicht ernst nimmt. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen und das wird praktisch verheimlicht. Was ist denn mit diesem Menschenleben? Müssen wir die nicht auch schützen? Man sieht das ja auch am gefeuerten Innenministeriumsmitarbeiter, der ja wie gesagt wegen seinem kritischen Papier zu Corona jetzt nicht mehr arbeiten darf, dass diese Regierung einfach nicht bereit ist, auch nur die geringste Kritik anzunehmen, was die Corona-Politik angeht. Und das ist eigentlich das Grundproblem. Es könnte hier wirklich ein Skandal gigantischen Ausmaßes vorliegen, nämlich dass man eigentlich auf der einen Seite schon lange weiß, dass das Ganze überzogen war oder zumindest teilweise nicht richtig war. Aber dieses Eingeständnis würde ja bedeuten, dass man dann auch sagt, okay, wir tragen zumindest eine Teilschuld, wenn jetzt die Wirtschaft am Boden ist. Wir tragen zumindest eine Teilschuld, wenn es den Menschen schlechter geht. Und ich glaube, genau das wollen unsere Politiker nicht. Die wollen das nicht zugeben. Das ist meine Meinung. Ihr könnt mir gerne sagen, was eure Meinung dazu ist. Und ihr könnt auch sehr gerne dieses Video teilen, damit möglichst viele Menschen auch mal diesen Gedankenanstoß hier wahrnehmen. Gerade in der jetzigen Zeit gilt es wirklich, wachsam zu bleiben, sich nicht alles vorgaukeln zu lassen und auch kritisch zu hinterfragen, was in diesem Land passiert. Denn diese kritische Masse, die wächst wirklich immer weiter. Es sind wirklich immer mehr Menschen aufgeklärt. Ich bekomme das selber mit anhand der Nachrichten, die ich von euch bekomme. Ich bekomme das mit daran, dass ich eben sehe, dass sehr viele Menschen meine Beiträge wirklich als Anstoß nehmen, um diese Debatte zu eröffnen und wirklich Kritik zu äußern. Das freut mich auch sehr. Und deswegen bedanke ich mich auch von ganzem Herzen bei allen Menschen, die es überhaupt möglich machen, dass ich diesen Kanal hier betreiben kann, regelmäßig für euch diese Beiträge hier machen kann mit eurer freiwilligen finanziellen Unterstützung. Macht ihr dies möglich? Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, wie ihr mich unterstützen könnt, blende ich euch wie immer hier im Video ein. Sie sind auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Danke von Herzen an alle finanziellen Förderer meiner Arbeit. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Ich freue mich auf euch. Ciao.